Open Mic ist eine Plattform für euch alle zur freien Meinungsäußerung. Wir bitten euch, die Grundsätze der Moral, Ethik und Fairness einzuhalten. Als Organisatoren dieser Veranstaltung übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte. Sollte es zu Äußerungen kommen, die gegen den guten Geschmack, Anstand, Respekt und Würde verstoßen, dann werden wir darauf in angemessener Form reagieren. Wir halten das Recht auf freie Meinungsäußerung hoch und bitten euch, es mit Bedacht zu nützen. Und als Erster bitte ich den Tom auf die Bühne. Tom? Tom? Ja. So, ich werde etwas gegen den guten Geschmack von unseren Medien und unseren Fernsehen erzählen. Ja, wie jeden Montag. Alle reden über Kobani, ISIS, Syrien. Natürlich wissen wir alle, wie es dort zugeht. Das ist das Abschlachten zwischen ISIS und Kurden, die man bequem von einem Lehnsessel beobachten kann, aus einer Entfernung von einem oder zwei Kilometern hinter der türkischen Grenze. Kobani bedeutet zuerst für Amerika totalen Imageverlust, denn Amerika hat das Leben von keinem einzigen amerikanischen Soldaten geopfert, um ihre Verbündeten Kurden zu schützen. Also was die Amerika da nur macht, ist natürlich ein bisschen Kerosinverbrauch für die Flugzeuge, aber ohne jedes Risiko für amerikanische Soldaten. Ja, die Kurden sind tatsächlich Verbündete von Amerikas. Also man kann sich erinnern, die Verhaftung von Saddam Hussein in Irak. Das haben natürlich irakische Peschmergas gemacht. Und seine Hinrichtung dann von den schiitischen Richtern angeordnet. Ja, diese zwei Zutaten haben eigentlich zu der Entstehung von ISIS geführt. Wer sich etwas mit der Geschichte befasst, ISIS, Kern von ISIS, ist eigentlich die alte irakische Armee. Und es gibt dort einen rothaarigen General, Al-Duri. Er ist der Einzige, der eigentlich der amerikanischen Verfolgung entkommen ist. Diese Al-Duri ist anscheinend der Mastermind von ISIS. Das heißt, das ist eigentlich Rachefeldzug nach der Eroberung Iraks durch Amerikaner. Ja, diese Stadt Kobani, hat schon jemand in unserem Fernsehen oder Nachrichten in Medien das Wort Armenier gehört, im Zusammenhang mit Kobani? Ich frage euch wirklich, hat jemand irgendeine Erwähnung, ein Wort Armenien, im Zusammenhang mit diesem Krieg gehört? Ja oder nein? Niemand. Ja? Das ist umso erstaunlicher, denn diese Stadt Kobani war eine armenische Stadt, gegründet 1915 von den armenischen Flüchtlingen, die haben geflüchtet vor dem bekannten Genozid. Das war eigentlich Holocaust des Ersten Weltkriegs, aber war noch schlimmer, weil man hat die Armenier nicht mit Eisenbahnwaggons ins KZ gebracht, sondern an Ort und Stelle einfach hingemetzelt. Und zwar sicherlich mehr als eine Million. Ja, die verlassenen Dörfer und Städte der Armenier haben dann interessanterweise nur Kurden bewohnt, bis heute. ISIS hat eine
große Basis in Österreich. Also was man hier heute liest, ISIS Killer täten einen 10-jährigen Buben, der in Österreich aufgewachsen ist, ISIS Killer Amerikaner täten diesen Buben und seinen Vater. Wahrscheinlich ist es ein Bosnier oder ein Tschetschene oder ja, Österreich hat vor Jahrzehnten sehr viele Muslime mit offenen Armen aufgenommen. Der große Grund für diese Einstellung war, die waren allesamt Feinde von Russen, Feinde von Serben und so waren sie natürlich in Österreich willkommen. Und jetzt. Bitte? Willig, ja, das auch, ja. Naja, jetzt hat man natürlich ein Problem, weil Österreich ist bei diesem neuen Kampf gegen ISIS sehr prominent vertreten, nämlich als Unterstützer von ISIS. Also auf allen Linien. Österreichische Waffen werden dort eingesetzt in großem Maßstab und es ist eine gute Werbung für Steuer. Ja. Gut, zu dem nächsten Krisenherd, Ukraine. Da tut sich nichts Besonderes. Also, das ist der normale Krieg. Man kann sich so etwas in Realtime anschauen im Internet. Das heißt, täglich sterben ca. 20, 30 Leute auf beiden Seiten, natürlich russische Zivilisten, ukrainische Soldaten und russische Aufständische. Das ist relativ dumme, was ist gestern passiert? Eine 100-jährige Frau in Donetsk wurde von einer ukrainischen Granate getroffen. Das war gestern. Man hat sie notoperiert in einem Spital in Donetsk und man hat ihr leider ein Bein amputieren müssen. Das war natürlich. Ja. Was tut sich sonst in der Ukraine? Man bereitet die Parlamentswahl in 2 Wochen und der Wahlkampf tobt. Und tobt etwa so, dass die Plakate der Oppositionspartei, die irgendwo durch professionelle, also durch eine Firma aufgehängt wird, da werden die Männer gestürmt von unbekannten Truppen und also das ist alles andere als geordnete Demokratie. Das ist wirklich ganz wild, wie dort der Wahlkampf vor sich geht. Für morgen ist in Odessa eine Kundgebung des rechten Sektors geplant und im Rahmen dieser Kundgebung wird man Pushkin-Denkmal stürzen und Denkmale, also das ist wirklich unglaublich, wie es dort zugeht. Man kann sich noch erinnern, in Odessa wurden die pro-russischen Demonstranten bei lebendigem Leibe verbrannt. Sonst wird man beginnt schon in Ukraine eine Mauer zu bauen gegen Russland. Also sollte ca. 20 Millionen Euro kosten. Man hat schon Deutschland um finanzielle Hilfe geboten und natürlich Know-how, wie man Berliner Mauer damals gebaut hat. Genug für heute. Danke für die Aufmerksamkeit.